In der heutigen Folge von Tommys seriöse Survival Guides befassen wir uns also mit Hauspartys. Unter einer Hausparty versteht man eine Ansammlung von Menschen, die sich privat in der Wohnung eines Gastgebers zusammenfinden und von denen mindestens 50% nur aus Höflichkeit auftauchen, obwohl sie gerade viel lieber einfach nur ungewaschen auf dem Sofa gammeln und Filme schauen würden. Und da die erste Regel einer jeden Hausparty lautet, sei nicht der Gastgeber, richtet sich das heutige Video ausschließlich an all jene Menschen, die eben diesen fatalen Fehler gemacht haben. Ha, keine Angst, das wird mir so schnell nicht passieren. Fangen wir an. Bevor die Hausparty steigen kann, gilt es zuerst einmal die Rahmenbedingungen für die Festivität zu schaffen. Sprich, ihr solltet die Party bei euren Nachbarn anmelden und diese vorwarnen, dass es unter Umständen etwas lauter werden könnte oder sie direkt auf ein Bier rüber einladen, in der Hoffnung, dass sie nicht kommen werden. Kleiner Spaß. Das alles ist selbstverständlich absolut nicht notwendig, denn zum Glück leben wir hier in Deutschland, wo alle Menschen super tolerant und entspannt sind. Hier käme niemand auf die Idee, dir bereits 12 Sekunden nach Einbruch der Nachtruhe die Ordnungshüter auf den Hals zu hetzen, weil du Spaß hast. Ja, Herr Müller von der Polizei. Ja, grüß Gott, Hermann, mein Name. Es ist 22:01 Uhr und meine Nachbarn haben noch immer die Musik laufen. Laut meinem Pegelmessgerät überschreitet die Musik den erlaubten Höchstwert von 35 Dezibel und ich hoffe, dass sie mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen diese Unmenschen vorgehen, wenn sie es vorgestern schon bei den Kindern versaut haben, die es gewacht haben, hier auf meinem Rasen Blumenkränze zu basteln. Fangen wir jetzt aber mal richtig an. Wie allgemein bekannt sein sollte, benehmen sich die meisten Menschen nach dem Konsum von ein paar alkoholischen Getränken in etwa so zivilisiert wie dieser Gorilla hier. Und da die meisten Gastgeber an ihrem Domizil hängen und ein klebriger Boden im Allgemeinen so angenehm ist wie eine Hotbox mit Marlene Mortler, gilt es, einige Präventivmaßnahmen zu treffen. Als erstes solltest du deine Party nämlich schon mal mit Hilfe eines Schilds an der Eingangstür zur Sockenparty erklären. Sprich, alle Gäste haben ihre Schuhe vor der Wohnungstür auszuziehen, denn ihr glaubt gar nicht, wie Menschen plötzlich darauf achten, nicht zu verschütten, wenn sie nur auf Socken unterwegs sind, weil mit nassen Socken rumzulaufen noch unangenehmer ist als die Situation, wo dir ein anderer Mensch auf dem Gehweg entgegenkommt und dir dreimal hintereinander versucht, in die gleiche Richtung auszuweichen, bis man anfängt, verlegen zu lächeln und sich denkt: Lackenfratze, sonst kriegst du einen rein, du. Bleiben wir aber direkt mal bei intoxinierten Menschen und ihrer Zerstörungswut. Kommt jetzt die Geschichte, wie du damals auf einer Hausparty in Koblenz Fischfilets aus dem Kühlfach geklaut und anschließend in der ganzen Straße im Briefkasten verteilt hast? Was? Nein, das war ich überhaupt nicht. Das war irgendjemand, der mir ähnlich sah. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich schon die ein oder andere Hausparty erlebt habe, wo mir heulende Menschen entgegenkamen, weil jemand aus Versehen sein Getränk in einen zum Musikmachen aufgestellten Laptop gekippt hat. Und um diese Situation zu vermeiden, gibt es tatsächlich eine relativ einfache Methode. Hört einfach gar keine Musik? Nein, einfacher. Wickel deine Laptop-Tastatur und andere größere Elektrogeräte einfach in Frischhaltefolie ein. Der Schutz ist so zwar nicht zu 100% gegeben, aber hey, was ist schon 100% sicher, oder? Naja, ich sag's mal so, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, dass ich aus Versehen Vater werde. Ja. Jetzt, wo du deine Wohnung also gegen die gröbsten Schäden abgesichert hast, kommen wir nun auf den wichtigsten Teil der Party zu sprechen. Denn was zerstört eine Hausparty schneller als Sarah Lombardi den Ruf ihres Ex-Mannes? Godzilla? Ja, das auch. Aber ganz besonders kritisch ist für Partys eine Sache, nämlich Langeweile. Denn ich denke mal, jeder von euch kennt diese Hauspartys, bei denen man nur in der Küche rumsteht und darauf hofft, dass die ersten Leute anfangen zu gehen, damit man sich denen unauffällig anschließen kann. Und um dem entgegenzuwirken, sollte man als Gastgeber stets ein paar Asse in der Hinterhand haben. Und diese Asse lauten Trinkspiele. Und meine persönliche Lieblingsmethode, um eine jede Party zum Eskalieren zu bringen, ist die Zettelmethode. Das heißt, ihr verteilt überall in der Wohnung Post-its, auf die ihr vorne ein Fragezeichen und auf die Rückseite eine Aufgabe schreibt. Und jeder, der es wagt, den Zettel zu lesen, muss das, was auf der Rückseite steht, erfüllen und den Zettel anschließend wieder zurückkleben. Und auf den Zetteln steht dann sowas wie: Trink einen Shot Maggi, mach 5 Minuten lang das Licht an und aus und trink mit jedem, der dich fragt, warum du das machst, oder, mein Favorit, ex dein Getränk und zeig dem Gastgeber deine Brüste. 10 von 10. Falls ihr aber so kreativ seid wie der durchschnittliche deutsche Prank-YouTuber, dann könnt ihr auch gerne mal in die Videobeschreibung schauen, denn da habe ich die ein oder andere Idee für euch aufgeschrieben. Alternativ dazu könnt ihr aber auch gerne eigene Ideen in die Kommentare posten, damit ihr dem ein oder anderen unkreativen Community-Mitglied hier helft, eine gute Party zu schmeißen. Selbstverständlich gibt es aber auch viele andere lustige Trinkspiele wie Topfschlagen oder eigentlich so gut wie jedes andere Kinderspiel, was einem so einfällt. Was darüber hinaus auch immer gerne gesehen ist, ist Bierpong. Und falls ihr euch jetzt aber denkt, ja, Bierpong ist geil, aber uns fehlt ein gescheiter Tisch dafür, dann gibt es immer noch den guten alten Wäscheständer-Lifehack. Dadurch entfällt zusätzlich auch die Regel mit dem Auftitschen, was ich persönlich sehr gut finde, weil ich dadurch immer saufen muss. Aber egal, machen wir weiter. Wie wir alle wissen, gilt für jede Hausparty der universell anwendbare Leitgedanke: Wer abkackt, wird angekackt. Ja, geil! Hey, das war sinnbildlich gemeint. Oh, zu spät. Denn ganz ehrlich, gibt es eine bessere Kombi als Betrunkene und Eddings? Ich glaube nicht. Bevor ihr die Schnapsleichen jedoch in wandelnde Penisgemälde verwandelt, solltet ihr eine Sache beachten. Lasst die Hände und das Gesicht frei. Nicht, weil ihr berücksichtigt, dass die Leute am nächsten Tag vielleicht noch irgendwo hin müssen oder so, weil das ist einem in diesem Moment vollkommen zu Recht egal. Aber ihr müsst bedenken, dass sich die Leute mit diesen freien Körperstellen irgendwo hinlegen. Und wenn ihr Pech habt, dann ist das wie eins bei mir auf einer Hausparty der beheizte Fliesenboden im Badezimmer. Und den färbenden Edding wieder von den Fliesen abzukriegen, war echt eine Scheißarbeit. Also malt den Leuten lieber lustige
Arschgeweih etc., aber tut euch selber den Gefallen und lasst Gesicht und Hände frei. Oh, und apropos Besowskis, wenn Leute bei euch einpennen, die mehr geschluckt haben als eine osteuropäische Rastplatzdirne, dann legt immer einen wie im Video gefalteten Müllsack unter ihren Kopf für den Fall, dass sie sich denken, es wäre eine gute Idee, ihren Mageninhalt mit der Allgemeinheit zu teilen. Denn es gibt definitiv bessere Andenken an eine gelungene Partynacht als in Sofa eingezogene Magensäfte. Tripper zum Beispiel. So, und das waren sie dann auch schon. Die wichtigsten Tipps, die es bei Hauspartys zu berücksichtigen gilt. Der Rest besteht lediglich aus Kleinigkeiten wie asiatische Freudenhäuser. Zum Beispiel, versuch möglichst wenig zu essen anzubieten, damit du und deine Gäste schneller voll werden. Gesteh im Vollsuff irgendwelchen Menschen deine Liebe. Trink möglichst viel verschiedenes Zeug wild durcheinander. Komm ja nicht auf die Idee, deine Wertsachen irgendwo in einem Zimmer abzuschließen, da die Wahrscheinlichkeit, dass einige deiner Gäste mit steigendem Alkoholpegel auf die Idee kommen werden, ihren Taschendiebstahl-Skill zu maximieren, gegen null geht. Stell auf keinen Fall einen Aschenbecher für die anonymen Lungenkrebsfanatiker in den Hof, damit diese ihre Kippenstummel überall fröhlich verteilen und du die am nächsten Morgen aufheben darfst, und vergesst letztendlich nicht, stets gute Musik aufzulegen. Im Klartext bedeutet das, wenn ihr nicht mindestens 10-mal Wonderwall an einem Abend gehört habt, dann ist die Party ziemlich wack. So, und wenn du all die in diesem Video gegebenen Ratschläge befolgst, dann steht deiner erfolgreichen Party nichts mehr im Wege. Also es sei denn, du hast keine Freunde. Dann ist das ziemlich kacke gelaufen. Oh.